So, ihr Lieben, heute lüften wir das Geheimnis unter diesem Gemüseschutznetz. Hübsch ist sie ja. Aber auf Tuchfühlung gehe ich hier auch nicht ohne Handschuhe. Spinne bei Arbeit. Schwuppdiwupp. Hier hinten habe ich auch gerade irgendwas Seltsames entdeckt. Im Lauch. Viele würden nicht mehr hier reingehen, das habt ihr mir schon in den Community-Beiträgen zurückgemeldet. Aber ich gehe heute hier rein. Da hat sich ja die Wespenspinne angesiedelt. Die konnte ja irgendwie hier reinkriechen. Das ist nicht ganz zu unten rum. Aber die hat hier ein Netz gebaut und will vermutlich fliegende Insekten einfangen. Das ist natürlich etwas unclever von der Wespenspinne, das unter einem Gemüseschutznetz zu versuchen. Ich werde die jetzt, wenn hier eh was geerntet wird, versuchen, sachte umzusiedeln, dass die draußen dann ein neues Netz bauen kann. Und dann hat sie auch eine Chance, etwas zu fangen. Hat sie natürlich schön mit ans Netz gebaut und an alle Pflanzen. Tja, hübsch ist sie ja. Aber auf Tuchfühlung gehe ich hier auch nicht ohne Handschuhe. So, gucken, dass ich hier nicht in noch mehr Tierchen fasse. Okay, ich versuche die erstmal schön auch nochmal von oben euch zu zeigen. Da sieht man auch schön, dass es so eine Wespenspinnart ist. Okay, ich glaube, ich werde hier einfach vorsichtig das Netz umstülpen. Mal schauen, ob die dann noch zwischen den Pflanzen festhängt oder mit dem Netz dann quasi auch schon mal nach außen transportiert wird. Ja, das ist sie nochmal von unten. Hier hinten habe ich auch gerade irgendwas Seltsames entdeckt im Lauch. Ja, wenn das zu einer geschützten Spinne gehören sollte, wäre das interessant zu wissen. Den Lauch kann ich auch stehen lassen und im Winter ernten, wenn die Spinnen hier rausgekrabbelt sind und das Netz dann auch ab ist. Also wer sich da auskennt, kann da gerne nochmal eine Meinung abgeben. Aber die Mutterspinne würde ich jetzt schon erstmal ja, hier nach draußen befördern. Die kriegt hier drin einfach kein Futter, vermute ich. So, Mrs. sitzt jetzt außen an der Gage. In der Zeit, wo ich in die Kiste schaue, hoffe ich, dass die wegkrabbelt. Ansonsten werde ich die hier ganz sachte runterschütteln. Und dann kann sie sich ein neues Plätzchen suchen, wo es auch Insekten zu fangen gibt. Ja, hier bin ich jetzt etwas unschlüssig, ob ich das irgendwie nach draußen befördere oder in Ruhe lassen sollte. Auf jeden Fall haben wir hier richtig schöne Laufstangen. Das würde gar nichts machen, die auch noch eine Weile stehen zu lassen. Ich mache das Netz dann auch nochmal drüber. Ich weiß nicht, wie lange die Lauchfliege im Jahr so unterwegs ist. Und hier sind auch noch ein paar dabei. Die können noch ein bisschen wachsen. Daneben ist wieder der Basilikum mit eingezogen. So auch als Mischkultur und auch nochmal, um ein paar Schädlinge fernzuhalten. Hier ist zurzeit auch nichts drin, was die Pflanzen anfrisst. Ab und an mal die Nacktschnecken. Gut, an die gewöhne ich mich inzwischen. Hier auf der rechten Seite ist der Winterporree, der Winterlauch. Also das sind zwei verschiedene Generationen und Sorten. Der kann auch ganz gut im Winter hier stehen bleiben und dann geerntet werden, wenn Bedarf ist. Hier hinten steht noch ein schöner Schwung weiße Beete. Das sind nochmal 4 oder 5 Pflanzen. Die haben auch schon wunderschöne große Knollen zum Teil. Die Blätter kann man ja auch mit benutzen. Beete und Mangold sind eng verwandt. Also da nicht immer alles wegschmeißen. Hier drüben decke ich jetzt auch mal sachte ab.
ohne hier Fräulein Spinne zu stören möglichst. Und dann legt ihr auch weiter unten, dann könnt ihr vielleicht wegkrabbeln. Hier sind nämlich auch noch schöne Sachen drin. Hier in dem unteren Abteil stehen auch wieder zwei verschiedene Porree-Arten drin. Links die dünneren Stangen, das ist der Winterporree. Und hier rechts, die schon so stattlich aussehen, das sind die Sommerporree. Hier daneben ist auch gleich noch Knollensellerie. Der durfte hier der Wühlmaus wegen einziehen, weil die Kiste ist sicher zumindest vor ihr. Und der kann noch schön wachsen. Und da hoffe ich auf eine gute Ernte an Sellerie im Herbst. Okay, Frau Spinne hat eher Ambitionen, wieder hochzukrabbeln. Ich versuche die jetzt mal hier drüben Richtung Physalis ein bisschen abzustreifen. Und dann schauen wir weiter in den Beeten. Gut, die Spinne ist jetzt hier drüben bei den Physalis. Jeder Nachbar, der das Video sieht, greift die jetzt nicht mehr an. Da habe ich die jetzt vermutlich für mich. Ja, und jetzt konnte ich mir hier unten aus der Kiste auch noch einen schönen Sommerporree ernten. Der ist ziemlich groß geworden und der kommt heute schön mit ins Abendessen. Prachtstück. Ich bin sehr zufrieden damit. Und keine Spuren von Lauchfliege. Im Basilikum habe ich mich jetzt auch noch mal genau umgeschaut, dass ich hier nicht wieder interessante Tierchen störe. Da kann ich aber jetzt ganz sorglos auch noch mal schön durchernten. Mal sehen, ob der bei den anstehenden Temperaturen noch mal schön austreibt und noch mal so groß wird. Aber falls nicht, haben wir jetzt auch echt genug auf Vorrat. Der Basilikum hier hinten musste sich durchkämpfen gegen die großen Blätter der weißen Beete und gegen den Porree. Der ist hier richtig nach oben gewachsen. Da werde ich jetzt mal schauen, wo hier die letzte Verzweigung unten jeweils so ist und dann den Haupttrieb rausknipsen, sodass da von unten die neuen Triebe nochmal schön nachwachsen können. Ja, sind noch nicht mal alle Pflanzen gewesen, die man jetzt hätte ernten können. Aber das ist auch ein brauchbarer Strauß, wie ich finde. In meinem Gewächshaus habe ich auch eine ganz interessante Spinne fotografiert. Es ist schon ein Tag her. Ich wollte sie euch jetzt gerne zeigen. Die saß hier oben in der Ecke. Das Netz sieht man jetzt vermutlich schlecht. Weiß nicht, wo die hingezogen ist, aber ich kann euch ein Foto zeigen. Das könnte eine Art von Kreuzspinne oder Gartenkreuzspinne sein. Ja, wenn die hier oben in der Ecke ihre Fliegen fängt, ist mir das recht. So, eine krasse Spinne habe ich noch. Wir sind jetzt gerade schon wieder fleißig am Holz produzieren und füllen hier so ein bisschen unsere Vorräte auf. Und dabei ist auch aufgefallen, dass wir hier auch noch einen interessanten Bewohner haben. Jetzt habe ich leider nicht so viel Ahnung von Spinnen. Hoffe, dass hier ein paar Spinnenfreunde zuschauen, die vielleicht so Tipps abgeben können. Die hier kann ich jetzt irgendwie nur von unten filmen. Mit ausgestreckten Füßchen, 4 cm, schätze ich. Die ist schon groß, vergleichsweise. Ja, so gerade so eine Mini-Fliege im Netz, aber deswegen scheint sie nicht loszulaufen, oder? Doch. Spinne bei Arbeit. Schwuppdiwupp. Und zurück in die Mitte. Das war's schon. Okay. Schnelle Mahlzeit. Okay, ich versuche mal einen Vergleich zu ziehen. Hand. Spinne. Jetzt bin ich einen Zentimeter vom Netz in etwa. Na gut, 3 cm wird sie haben. Wirkt groß im Vergleich zu dem, was man sonst so findet. Hier sind inzwischen noch mehr Terrassenbeete entstanden. Als uns die Steine ausgingen, haben wir dann wieder auf die Technik mit den Brettern und den Pflöcken zurückgegriffen. Hier geht es jetzt peu à peu weiter, dass wir uns so kleine ebene Flächen schaffen. Das macht aus vielerlei Gründen Sinn. Die Steine speichern Wärme, zum Teil auch Wasser. Da können sich ein paar kleine Tiere auch noch dazwischen verstecken. Und so haben die viele Vorteile und uns fließt in den nächsten trockenen Jahren, die ich leider erwarte, das Wasser nicht so schnell davon und wenn es viel regnet, fließt es jetzt etwas besser ab und staut sich nicht an einzelnen Ecken. Die Tomaten kommen demnächst auch raus, das wird Zwiebel- und Knoblauchfeld, das mache ich dann in 3-4 Wochen. Die Bulbillen,
werde ich jetzt langsam in die Erde stecken und dann kommen die Knoblauchzehen und auch die Wintersteckzwiebeln. Die einzelnen Flächen haben wir jetzt bestückt, nochmal mit Jungpflanzen, nochmal mit Mangold, mit den Asia-Salaten. Wir haben ausgesät Spinat und Feldsalat und ein paar frostresistente weitere Sorten. Bohnen können wir noch ernten, ein paar Salate können im September und Oktober problemlos noch wachsen. Und auch so Dinge wie die Winterheckenzwiebel kann man nochmal aussehen. Ich habe die jetzt vorgezogen, habe ich ein bisschen größere Exemplare dann hoffentlich. Die hier steht noch vom letzten Jahr. Wenn man sich da einen Stängel holt, reicht das schon für einen ganzen Auflauf und bringt einen guten Lauchgeschmack da rein. Ja, ob das Frühlingszwiebeln sind oder Winterheckenzwiebeln. Die Winterheckenzwiebeln sind mehrjährig, das weiß ich. Bei den Frühlingszwiebeln probiere ich das einfach, ob hier nächstes Jahr wieder welche kommen. Und ab und an ernten wir uns hier auch so einen schönen Lauch. Aber pro Pflanze lassen wir immer noch einen Großteil der Lauchstängel auch stehen, dass die eine Chance haben, hier noch Energie zu produzieren und weiterzuwachsen. Dann schiebt sich nämlich immer wieder ein neuer Lauchstängel hier nach. Ja Leute, die Tachetes lockt auch ganz viele Wildbienen an und kleine Hummeln. Hier ist immer was los. Das machen wir im nächsten Video, warum und wofür die gut ist. Aber schaut mal, die ist doch einfach schön anzuschauen. Eine Pflanze der Sonne. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne noch die vorherigen Videos schauen, wie wir gerade im Garten am Umgestalten sind und was im September so zu tun ist. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis demnächst, ihr Lieben. Tschüss.